Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin eure Therapeutin Mac Burago und diese Therapie ist kostenlos. Genau, wir sind hier bei Let's Play Bioshock Infinity. Und zwar, auf dem Weg zur anderen Skyline. Und zwar, wenn ich das richtig gesehen habe, zu der da oben. Genau, und da geht es mich jetzt hin. So, wir schauen uns mal hier um. Okay. Und draufhauen. Oh ne, der ist schon hin. So. Ah, wir können nur zwei Fähigkeiten mitführen. Das ist doof. Ich hätte sonst gerne mal die Kugelnummer wieder gemacht. So, ein bisschen Salz. Dankeschön. Ah, wir sind jetzt höher. Die Frage, in welche Richtung müssen wir denn? Okay, die Frage hat sich gerade mehr oder weniger geklärt. Wir müssen in diese Richtung. Ah, wir können auch ein bisschen beschleunigen. Okay. Boom. Lady Comstock, behüte mich und gib mir Kraft. Okay. Was seid ihr für welche? Die sind merkwürdig drauf. Vielleicht hätte ich die gar nicht töten sollen. War ein Versehen, Jungs. Aber ihr habt auf mich geschossen. Definitiv habt ihr auf mich geschossen. Ich glaube, da war gerade keine so gute Idee, die Jungs niederzumetzeln. Ey, du. Okay. Okay. Was ist euer Problem? Warum schießt ihr nicht? Ich weiß, was du hier willst, falscher Hirte. Ich sehe jede Sünde, die deine Seele verfinstert. Ja, mach das mal. Die Pinkertons. Alkohol, Glücksspiel. Oh ja. Und natürlich Anna. Okay. Und jetzt, um die Schuld zu tilgen, willst du mein Lamm rauben? Doch nicht jede Schuld lässt sich tilgen. Bocker. Du kennst mich nicht, Kumpel. Die Prophetie ist mein Beruf, Mr. DeWitt. So wie Blut der Ihre ist. Wissen Sie, warum diese Männer für mich sterben? Ich habe ihnen eine ruhmreiche Zukunft vorausgesagt. Und so sind sie zufrieden. Okay. Was führt Sie nach Columbia, Booker? Was nicht? Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld? Das führt zu Blutvergießen, DeWitt. Aha. Aber so endet es ja immer, nicht? Es endet immer mit Blutvergießen. Okay. Irgendwie ist das ziemlich strange mit euch, Jungs. Ich muss rauf aufs Dach. Okay. Diese Skyline nach Monument Island nehmen. Alles klar. Tschüss, Jungs. Nimmt sich persönlich. Da draußen liegen noch ein paar. Das war ein Versehen. Strange Kacke. Gott, da kriegt der Hör wird ja langsam weich. Du willst mein Lamm auf Abwege führen, aber dein Stab ist krumm und dein Pfad gewunden. Achso, hier geht's lang. Geh zurück in das Sodom, aus dem du kamst. Okay. Rooftops Access to Skyline. Genau. Gehen wir da mal lang. Rooftop. Geh zurück! Oh, ho, 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 ho. Ach du Scheiße. Okay. Okay, dann greifen wir da mal. An was? Oh, jetzt habe ich dich unterbrochen. So, was hast du für mich? Wieso kalt? Mei, ist das ein irres Zeugs hier.
schön, da komm her. Dann können wir drüber reden. Ich muss die Steuerung finden, um nach Monument Island zu kommen. Das ist supi. Steuerung ist immer toll, gekrote Leichen. Naja. Wir haben Schlagseite, der Mann rollt. Wir haben Schlagseite, der Mann rollt weg. So, schauen wir uns mal hier um. So richtig. Au, eine Kiste. Na, guck, was da drin ist. Dankeschön. Steuerung. Was steht da? Door must remain closed all times. Hm, eine Tür, wo drauf steht, die muss immer geschlossen sein. Was machen wir denn da? Wir gehen die Tür aufmachen. So, auf mit der Tür. Okay. Keine Sorge, ich tue dir schon nichts. Okay. Hm. Weil die hier macht, weiß ich nicht. Ich krieg das Ding schon irgendwie flott. Der Herr vergibt alles. Okay. Aber ich bin nur ein Prophet. Ich muss nicht vergeben. Amen. Amen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ey, ist die alte irre? Okay, greif. Scheiße. Steigen wir mal hier aus und, was lernen wir? Nächstes Mal keiner Nonne trauen, sondern lieber gleich umnieten. Aber ich würde gerne die Skyline mal in die andere Richtung nochmal reißen. Komme ich da nicht ran? Leider nicht. Schade. Man hatte eine 50-50-Chance. Man hätte auch durch die falsche Richtung reisen können. Wäre interessant gewesen, wo man da rausgekommen wäre. Eine Garantie? Wir haben schon Zeit für all den Papierkram. Genau. So, einmal komplett Salz kaufen. Was sieht munitionstechnisch aus? Eigentlich okay soweit. Gehen wir uns da nochmal die Mützen holen, ja. Vor dem Freund. Okay. Man kann sozusagen nur eine Fähigkeit besitzen. Da finde ich die eine ganz praktisch mit den Automaten ernten. Würde ja gerne nochmal an diese Skyline rankommen. Und die andere Richtung zu fahren. Wären wir irgendwo da drüben gelandet. Ja, schade, kommt man nicht mehr ran. Wäre interessant geworden, wo wir da hingekommen wären, wenn wir in die andere Richtung gefahren wären. So, ich bin wieder da. Und wir kaufen nochmal ein bisschen Salz. Und noch ein bisschen. Und sind damit voll. So, von Müll einmal durchwühren, auch okay. Und ab durch die Mitte. Ja, wir verlassen mal den Bereich, würde ich sagen. Monument Tower. Es erschien mir nicht der richtige Ort, um ein Mädchen festzuhalten. Wofür die Leute solche Angst? Oh. Monument Island. Da ist es. Monument Island. Yep, da ist es. Da wollen wir hin und da... Ich möchte bloß wissen, wieso man sie hier entsperrt. Mich würde mal interessieren, wer sie eigentlich ist. Und die Sicherheitsmaßnahmen sind ein bisschen übertrieben. Die andere Frage ist, wie kommen wir da rein? Momentan sehe ich da gar keine Tür, beziehungsweise keine begehbare Tür. Hm. Okay. Ah, da haben wir eine Lösung gefunden. So, einmal dahin. So. Monument Tower. Okay, ab durch die Tür, würde ich mal sagen. Aha. Was haben wir da? Ein Bildchen. Huho, lolo. Ah, ein Boxophon.
Ich schätze, selbst in einer gesicherten Abteilung brauchen die weißen Jungs einen, der die Böden schrubbt. Diese ganzen Politiker und Wissenschaftler achten nicht darauf, was sie in meiner Gegenwart sagen, weil ich ja nur ein dummer Farbiger bin. Aber ich merke, dass sie eine Höllenangst haben vor dem Ding, das sie da oben eingesperrt haben. Ja, sie haben einen Tiger am Schwanz gepackt und jetzt wissen sie nicht, ob sie ihn festhalten sollen oder weglaufen. Okay, 1, 5, 11, 17. Oho, 17 ist die Kleine. Und zwar so groß. So, gehen wir ja mal weiter einsammeln. Alles klar. Und hier lang geht's weiter. Okay, hier ist ein bisschen was weggeguckt. Transport. Abgefahrenes Zeugs hier. Wozu wir wohl gut sind. Okay. H. Okay. 13. Aha. Okay, hat einer mit Strom gespielt und hat festgestellt, dass man da Dinge wegbrutzeln kann. Okay. Abgefahrenes Zeug. Ihr müsst alle echt mal zum Psychologen, wenn ich mir das hier anschaue. Erstmal ein Käffchen, geht immer. So, auf die Tür. Danger. Okay. Verdammt, was machen die mit ihr? Wollte ich auch mir gerade sagen. Das sieht ja abartig hier aus, Jungs. Oh, Salz. Medipack. Nehmen wir mal mit hier. Oh, ein Voxaphon. Das hören wir uns gerne mal an. Mr. Thompson, Sir, ich habe wie verlangt die gesamten Batteriesicherungen ausgetauscht und die Lichter funktionierten alle letzte Nacht? Jetzt geht's wieder los. Wir verbrannten in letzter Zeit kartonweise Sicherungen nur für den Zipfon allein. Ich kann nicht. Oh Gott. Da passiert irgendwas. Sie. Das scheint sie zu sein. Sieht aber hübsch aus. Oh, Radio wieder anmachen. Kommt bloß Lana raus. Da geht's dann weiter nach oben. Oh, Käffchen. Käffchen geht immer. So, oh, was haben wir da drüben? Hat auch was gerade geblitzt. Geld. Alles Klärchen. Projekte benutzen. Oh, schauen wir das mal an. Okay, sie ist das da. Aha. Was hat sie da getan? 15. April. Okay. Sie schreibt irgendetwas. 20. Mai. Painting. Oh, das ist aber hübsch. Sie malt den Eiffelturm. Ob sie das von dem Bild abgemalt hat oder woher sie den kennt eigentlich? Okay. Interessantes Filmchen. Okay, was tut sie da? Ah, Tanz. Tanz ist gut. Tanz ist ungefährlich. Tanz macht Spaß. Wie lange geht der ganze Film denn eigentlich? Okay, gut. Frage beantwortet, das war der Film. Okay, Riesenleitungen. Okay. Oh, ein Voxaphon wieder. Das ziehen wir uns dort gerne mal rein. Oh, nicht eher schon wieder. Sich eine Zukunft vorzustellen ist eine Sache. Sie zu sehen ist eine andere. Denn ich habe die Saat des Feuers gesehen, die das Sodom unter uns auf das Kommen des Herrn vorbereiten wird. Aber Elizabeth wird diese Saat aussehen, nicht okay. Also Elizabeth heißt sie. Ich werde fallen, bevor die Aufgabe erfüllt ist. Doch sie wird meine Rolle übernehmen. Der Herr ruft mich zu sich. Ich spüre seine Liebe in jedem meiner Tumoren. Okay. Denn sie sind das Schiff,
das mich in seinen Hafen bringen wird. Und ich trete freudig ab, da ich weiß, dass Elizabeth meinen Platz auf Erden einnimmt. Doch der falsche Hirte kommt und führt meine Herde auf Abwege. Ich besteige das Schiff erst, wenn sie sicher ist vor seinen Täuschungen. Die Frage, wer hier auf Abwegen ist, ich glaube, ihr habt einen Mächtigen an der Klatsche. Aber coole Soundanlage, bloß schlechter Beat. So, dann würde ich sagen, Don't Touch the Spiceman. An der Ending, Don't Cross the Slime, würde ich sagen. Hoho, ich bin schon drüber. Ich denke mal, das wird jetzt der Weg nach oben sein zu Elizabeth. Wir wissen jetzt ja schon, wie die Kleine heißt. Elizabeth suchen wir. Doch wer oder was Elizabeth ist, das erfahren wir dann erst in der nächsten Folge. Denn das war's mich jetzt schon mit Let's Play Bioshock für heute. Ich bedanke mich für euer Interesse. Ich hoffe mal, euch hat's gefallen und seid ihr auch so gespannt auf Elizabeth wie ich? Wenn ja, schreibt mal rein in die Comments, gebt mir einen Daumen nach oben. Ich sehe und lese halt alles, denn ich bin MacBurago und sag Servus und Ade.